Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich glaube sogar, es müsste zu der achten Folge sogar sein, von Let's Play Assassin's Creed Unity. So, ich meine, wir müssen jetzt. Das sind übrigens die Diamanten, die ich meinte, mit den Schwierigkeiten der Stadtbezirke. Nein, aber ich meine, wir müssten jetzt. Wir können da nicht drüber. Wir können nicht über so simple Weinteile. Das ist komisch. Nein, egal. Wir müssten jetzt den Mörder von Monsieur Delacier ausfindig machen und töten. Soweit ich weiß. Aber. Ja, super, ich komme hier überhaupt nicht raus. Aber was ich mich dann halt frage ist. Warum müssen wir einen Templer rächen, wenn wir ein Assassine sind? Was für eine Freude, euch heute hier zu treffen. Das ist die große Frage. Warum sollen wir das tun? Es könnte natürlich so einen Vertrag hier gehen mit dem Frieden und so. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Wieso haben wir den jetzt eigentlich nicht getötet? Ja, wir wollen die Kelche. Wir wollen endlich die beiden Kelche haben. Den Auftrag, den wir vor so langer Zeit angenommen haben. Und genau das machen wir jetzt, indem wir uns hier irgendwo reinsneaken. Da zum Beispiel durch so ein offenes Fenster, in dem so eine Schnur hängt. Ist ja immer so, und darunter wird ja Weihrauch immer befüllt. Ist ja auch immer so, als ob da ja jemand dran kämmen würde. Komm, klau es dir. Die haben es noch nicht mal bemerkt. Gut, und da hinten ist der nächste. Den klauen wir jetzt auch gleich. Aber hier kommt man nicht raus. Da kommt man hoch. Wuhu. Weg. So, ich muss noch ein bisschen besser lernen, mit den Auf- und Abtasten umzugehen, aber sonst ist ja alles okay. So. Ich glaube, da können wir sogar auch runter, ohne dass man uns bemerkt. Wieso habe ich jetzt eigentlich einen Aufzug-Kill bekommen? Geil, ich kann anhängig hängen. Egal. So. Sperrgebiet. Der Typ, der predigt und ich glaube im Hintergrund den Telch. Wie geil. Okay. Habe ich jetzt vor? Ich weiß es nicht mehr. Ah, da! Der heilige Petrus. Nö. Keine Ahnung, was ich mit dem machen kann. Ich weiß es nicht. Was ich mit dem mache, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass ich hier reinkomme. Was sehr sinnvoll ist. Aber sonst habe ich gerade keine Ahnung. Super, da können wir noch nicht raus. Genial. Gut, dann müssen wir wohl wieder ein offenes Fenster suchen. Das gibt es nur dummerweise nicht. Okay, dann laufen wir eben. Würde ich mal sagen, die Treppe hoch zum Aussichtspunkt.
Es sieht schon geil aus, wie die Figur animiert ist. Muss man schon sagen. So. Was singen die da? Ich habe keine Ahnung. Aber die Melodie kommt mir irgendwie bekannt vor. Komm hoch mit dir. Geh hoch. Hopp. Perfekt. Ab nach oben mit dir. Manchmal muss man ja die Leute zusammen ihrem Glück zwingen. Gut, da kommen wir nicht hoch. Boah. So, wie kommen wir jetzt an den Aussichtspunkt da oben? Ne. Da kommen wir nicht hoch. Kommen wir auch nicht hoch. Uns versinken nur die Füße im Boden. Boah. Aber ich glaube, stimmt. Da konnte man hoch. Und zwar hier. Genau. Weil das Ding so komische Sachen eingeritzt hatte. Und ist das hier der Aussichtspunkt? Nein, scheinbar nicht. Boah, wie groß Paris einfach nur ist. Das sieht schon geil aus, auch wenn es ruckelt. Es tut mir natürlich leid, ich werde demnächst die Grafik-Settings jetzt nicht auf Ultra hell stellen, sondern etwas runterstellen. Also nicht demnächst, sondern in 4,5 Stunden, glaube ich. In 4,5 Stunden werde ich das dann machen, dann seht ihr auch flüssige Pracht und ich glaube, das ist ja dann nicht so schlimm, wenn man etwas weniger sieht. Ich glaube, es ist auch nicht so bemerkbar. Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Brauchst du auch nicht. Ich habe eine Waffe in der Hand. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Unser Ziel. Gut. Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie der. Ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Okay. Und wenn alle Stränge reißen, warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins, bis zu alter Ehe. War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst. Assassine. Gut, dann auf geht's.
töten wir ihn. Und es gibt hier mehrere Eingänge. Das ist ja schon mal cool. Sehr cool. Es gibt mehrere Wege. Okay. So, dann glaube ich... weiß ich nicht, was wir machen werden. Auf jeden Fall einfach mal ein bisschen rumlaufen. Wieso nicht? Darf doch jeder mal tun. Ah, da unten sind die Schlüssel. Den Gesichtsausdruck von dem fetten Pfaffen gesehen? Unbezahlbar. Er war rot wie eine Tomate. Dachte schon, er wird ohnmächtig. Gut, dann, Einen Ministranten oder nur einen gewöhnlichen Sieg? Schnapp den! Auf ein Wort, ich mein's ernst! Hallo! Ich trete dir so hart ins Rückgrat, dass es zerbricht. Wieso? Wieso sind die böse auf mich, wenn ich nichts mache? Gut, zumindest haben wir das geschafft und haben immerhin die Schlüssel. Okay, das ist die Mission, wo ich sehr, sehr stark gescheitert bin, sagen wir es mal so. Und ich werde das jetzt ein bisschen zusammenschneiden, denn sonst würde das eine Stunde dauern, bis ich hier alles gezeigt habe. Alle meine, ich glaube, es sind 4 Versuche, wo ich jeweils ein bisschen was gemacht habe. Es wäre etwas zu viel, finde ich. Also erstmal gucken, wo es überhaupt Schwachstellen gibt. Ich glaube, man läuft einfach mal davor. Wieso greifen die so Ämter an? Äbte? Wie heißen die? Vor dem Priester? Äbte, Diakon? Keine Ahnung. So, du darfst mich nicht sehen. Du hast mich schon gesehen. Einen Moment mal. Komm. So. Und mal gucken, was es hier so alles gibt. Lauf mal schön weiter. Ja, der Priester sagt, dass es nur eine Wahrheit gibt. Und ein Peccator, ein Heiligen. Ja. Geht auch immerhin ziemlich schnell. Jetzt müssen wir nur noch da unten unser Ziel eliminieren. Oh, und es läuft. Aus dem Weg. Das ist nicht sehr gut. Zur Seite. Komm, wir sollten es am besten per Attentat eliminieren. Hopp, hoch mit dir. Und jetzt. Nein, das war der falsche. Da, eliminiert. Wir haben keine Kugel mehr. Verdammt, töte ihn doch einfach. Jetzt. Perfekt. So. Wartet hier, es darf uns niemand stören. Sie wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir.
Okay. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur. Zu viel von des Königs Champagner. Hier, kommt weg da! Also es waren zwei. Der eine hatte uns mit einer Silberglocke angegriffen oder mit so einem komischen kleinen Teil da. Naja, es war auf jeden Fall nicht sehr klug, was wir gemacht haben. Und da kommen wir nicht hoch. Also laufen wir, versuchen wir wegzulaufen. Und wir haben natürlich, wir wissen nicht, wo der Ausgang ist. Was man am Anfang hätte sehen sollen. Aber... wir haben es natürlich vergessen. Oder ich hab's vergessen. Hallo. Du verlierst dein Tempo. Ups. Das tut ziemlich weh. Also die Schüsse. Die Schüsse sind ziemlich heftig hier. Hey. Ja, und jetzt werde ich sterben. Also, die schießen sehr oft und es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. So, da haben wir den Ausgang. Immerhin. Und wir werden genau hier irgendwo sterben. Oder? Auf jeden Fall werden wir noch mal sterben, weil die Mission haben wir auf jeden Fall nicht geschafft. Ja, da war er. Ne. Weg hier, weg hier, weg hier, lauf. Ich weiß nicht. Ja. Das war's mit dem ersten Versuch. Wir sehen uns dann gleich mal. Oder wir sehen uns nächste Folge im zweiten. Bis zum nächsten Mal.